Moin Athleten, also es geht weiter mit den Ladies. Hier ist die Ini, die führt euch heute mal was zu den Ausfallschritten und Rumpfstabilisation vor. Nochmal eine Anmerkung, die hier steht ja besser als mir. Das heißt, ihr macht Ausfallschritte, aber statt einfach nur nach hinten, versetzt ihr die seitlich hinter euren Beinen. Ihr seht, guckt auf das Knie, das versucht ihr quasi an eurer Ferse hinten vorbeizubringen. Und da macht er immer so 10 bis 20 Stück, also die Einsteiger 10 für beide Seiten, die Fortgeschrittenen 20. Und dann haben wir so ein bisschen eine Rumpfrotation mit drin, das ist auch für die stabilisierende Kniemuskulatur eine ziemlich gute Nummer. Und Teil 2 ist dann die Planke, aber keine Standardplanke, sondern hier rotiert er auch mit dem Rumpf und versucht immer mit dem Po seitlich anzutippen. Genau, das macht ihr 30 Sekunden lang, die Einsteiger, schön gleichmäßig ruhig und die Fortgeschrittenen 60 Sekunden lang. Dann könnt ihr durchatmen und wechselt dann wieder in die Ausfallschritte. Und das Ganze, ich sag mal, 5 Runden sind locker drin, 10 schafft ihr auf jeden Fall auch. Viel Spaß, bis gleich.